Bundesliga-Start ist schon sehr, sehr wichtig, dass man den erfolgreich bestreitet. Und auch auswärts haben wir uns auch was vorgenommen diese Saison. Je me sens bien, même l'équipe se sent bien, on est content et on doit continuer comme ça. C'était un match un peu compliqué, c'était dur, il y avait beaucoup de duels, long ballon. Die ersten 25 Minuten hat auf jeden Fall Bochum gehört, da haben wir wenig vom Ball gehabt, also wenig vom Spiel auch gehabt. Ja, und dann haben wir das plötzliche, sage ich, Tor gemacht, ne, mit vom Eddie die schöne Flanke zu mir. Dann hat sich so ein bisschen das Spiel gekippt, hatten wir zwei, drei gute Sitze. Mit mir auch noch dazu und ja, wenn wir da vielleicht das eine oder andere Tor schneller machen noch, dann steht es vielleicht 2-3-0 und dann vielleicht geht dieser Ball von Kevin dann nicht mehr so kurios hinter Robin hinein. Es war klar, dass der einen irgendwie reinschmeißen wird. Schön für ihn. Zum Glück haben wir trotzdem die drei Punkte mitnehmen können. La clé, c'était qu'on a marqué à la 77e. C'était important parce que Bochum, ils étaient un peu mieux que nous, ils attaquaient. Ich glaube, das zeichnet die Mannschaft auch aus. Auch letztes Jahr hat man das schon gesehen, dass wir halt in Spielen, wo wir jetzt nicht so dominant waren oder so viel Ballbesitz hatten, aber immer daran geglaubt haben, da setzen wir jetzt fort in dieser Saison mit diesem Spiel, zeigt man die Mentalität der Mannschaft und auch, wenn es mal nicht so läuft, dass wir trotzdem gefährlich werden können. Ich denke, wir können besser au Foot spielen. Wir haben die Qualität pour, wir haben die Spieler pour. Und ich denke, wir können besser die nächsten Match spielen. Also à la maison, c'est toujours bien de jouer devant les fans, devant la famille. Jetzt wartet ja schon am Sonntag dann nächste Woche ein riesen Gegner auf uns. Da haben wir letztes Jahr nicht gewonnen, leider zu Hause, obwohl wir so heimstark waren. Und ja, das wird auch wieder ein sehr, sehr intensives Spiel, glaube ich. Die spielen sehr körperbetont auch. Und ja, da werden wir uns gut vorbereiten und wollen gleich zeigen, dass wir diese Saison wieder heimstark sind.